Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Stefan. Ich bin Sorrentine. Und wir fahren heute für euch aufs Lord General of 40k 9 vom Games Island. Viel Spaß dabei. 1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Games Island und RW Studio. Hi! So, wir haben heute Sorrentine, ist der Name. Jawohl. Bei uns, die ist eine ganz, ganz großartige und gute Freundin. Wir haben sie übers Live-Rollenspiel kennengelernt vor Jahren. 16, 16 16 Jahre. Jahren, wow, okay, gut, alles klar. Genau, und sie streamt auf Twitch. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal jemanden da haben, der sowas macht und noch nie Kontakt mit 40k hatte, ist das eigentlich der optimale Grund, die optimale Gelegenheit, mal so eine echte und genuine Reaktion zu kriegen. Genau, wie sich das eigentlich für jemanden, der von ganz außen kommt und nur so ein bisschen grundlegend mit der Nerd-Materie vertraut ist, so anfühlt. Jawohl, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Das ist das. Genau. Und solltet ihr mal Zeit haben oder Lust, was machst du denn auf Twitch? Ich streame auf Twitch Age of Empires 2. Man kann mir beim Spielen zuschauen, man kann mir auch Hinweise geben oder einfach Scherze machen, Zeit verbringen. Ihr findet mich auch auf Twitch unter dem Namen Sorrentine. Genau, das packen wir dann quasi auch unten rein, sodass ihr sie finden könnt, wenn ihr möchtet. Und also ich für meinen Teil mache das tatsächlich ganz gerne, lustigerweise Leuten mal beim Spielen zuzuschauen und vor allem ihr. So, genau, aber genug der Vorrede. Vor allem geht es heute darum, dass ich aufs ja, Turnier im Games Island fahre, aufs Lord General auf 40k 9 und endlich mal wieder so ein bisschen verzweifelt versuche zu schauen, ob man mit Space Marines eigentlich irgendwie was reißen kann. Ich bin mir immer noch nicht so ganz so sicher, ob das irgendwie funktionieren kann. Sorrentine schaut sich derweil Miniaturen an, guckt mal, wie die Stimmung da so ist und nimmt eine, nennen wir es externe Bewertung dessen, wie sich so anfühlt, auf so einem Turnier zu sein vor. Und wir haben gedacht, dass es vielleicht wirklich mal spannend wäre, einfach jemanden da zu haben, der das so ein bisschen spiegelt. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, was ich mir unter all dem vorstellen kann. Ich freue mich sehr drauf. Genau. Wir würden dann jetzt an dieser Stelle weitermachen mit meiner Armeevorstellung, damit ihr auch wisst, mit was natürlich Black Templar ich dahin gefahren bin und wie so meine Idee ist, was ich glaube, dass ich da erreichen kann und wie. Und genau, dann gehen wir es da letztlich an. Ich werde immer versuchen, nach jedem Spiel sozusagen ein kleines Wrap-up zu machen und euch zu sagen, wie mein Spiel gelaufen ist, auch eine genaue Spielbeschreibung reinzupacken. Und Sorrentine beschreibt derweil, was sie so erlebt hat, immer in Einzelstücken zwischendrin mal. Gucken wir mal. Genau, dann bis gleich mit der Armee. Und das ist die Armee, mit der ich auf das Lord General of 40k 9 gefahren bin. Wir haben hier einmal natürlich, weil es nicht anders denkbar ist, Helbrecht. Allerdings nicht als Warlord, einfach nur für den 1er Reroll und auch um Chapter Master auf verschiedene Dreadnoughts zu geben. Grimaldus wegen dem 6er Feel No Pain, der natürlich ganz, ganz groß vor allem dort ins Spiel kommt, wo Dreadnoughts beschossen werden, die das Core Keyword haben, also die Redemptor und die Contemptor, weil das auch nochmal ein kleines bisschen was rausholen könnte. Und ganz zuletzt einen Tech Marine mit Master of the Forge, weil ich mir gedacht habe, dass es sinnvoll sein könnte, wirklich direkt einfach zuverlässig jede Runde 3 Lebenspunkte zu heilen. Das ist auch durchaus was, was sich in Testspielen einigermaßen bewährt hat. Aber was der Tech Marine wirklich Wertvolles tut, ist dieses Awaken of the Machine Spirit. Weil das letztlich macht, dass einer der Dreadnoughts im Fernkampf schon auf die 2 trifft und das auf den Contemptor mit den Volkite oder sogar auf den Leviathan Dreadnought, weil das ist nicht auf das Core Keyword begrenzt zu sprechen, ist natürlich fantastisch. Dann haben wir als nächstes unsere Standardauswahlen. Das sind einmal 6 Intercessor, Nahkampfausrüstung und eine Plasmapistole. Die habe ich letztlich einfach nur reingenommen, weil ich noch 10 Punkte übrig hatte. Einmal 5 Intercessor mit Plasmapistole und einmal vor allem hier 5 Infiltrator. Und die haben von mir bekommen das Icon of Hindman und den Helix Gauntlet, weil das ist letztlich die Einheit, die entweder durch infiltrierende Aufstellung oder dann eben auch durch den 1 CP, mit dem ich sie verschwinden lassen und irgendwo aufstellen kann, für mich entweder Engage on All Fronts oder Retrieve Nephilim Data holen soll. Und dann ist es ganz gut, wenn die wesentlich schwerer zu knacken sind, als man es gemeinhin erwarten könnte.
Als nächstes haben wir dann zwei Contemptor Dreadnoughts, einmal mit Zwillingslaserkanone und Zyklon-Raketenwerfer und eine Dreadnought Chain Fist und dem Plasma Blaster. Das Teil ist jedes Mal wieder überraschend gut, weil es einfach ein Allround-Dreadnought ist, der eine sehr ähnliche Rolle wie die Redemptor-Dreadnoughts einnimmt und in der Lage ist, ganz, ganz viel Schaden auszuteilen und immer so eine kleine Überraschung. Außerdem hat er eine kleinere Base, sodass man ihn oft mal wodurch sneaken kann und den auch mal durchaus alleine losschicken kann, um irgendwas Nerviges vom Feld zu entfernen. Und es tut nicht so weh, ihn zu verlieren, wie einen der Leviathan-Dreadnoughts oder einen Redemptor-Dreadnought. Der Twin Vulkite Caverin Redemptor Dreadnought ist aus bekannten Gründen drin. Dann haben wir außerdem zweimal die Redemptor Dreadnought mit Plasma, mit Icarus Array und anderslangen Gatling Cannon. Das liegt einfach daran, dass die immer gut sind. Ich habe zwei mitgenommen, letztlich deswegen, weil ich auch zwei Leviathan Dreadnoughts mitnehmen wollte. Nämlich eben einen mit dem Bohrer und mit der Klaue, einfach für die vollen 6 Attacken im Charge, aber vor allem auch, weil gerade die Klaue gegen Monster, gegen Knights und sowas, der Bohrer meine ich natürlich, da einfach fantastisch ist. 6 Schaden flat sind der absolute Wahnsinn. Beide haben sie jeweils dann die Vulkites in der Brust und der andere die 2 Stormcannon Arrays. Und das macht dann letztlich, dass diese Dreadnoughts einfach ein großer Teil des Schadensoutputs sind. Und letztlich der Dreadnought mit den Nahkampfwaffen hat noch 2 Melter dabei, ist aber vor allem und primär einfach deswegen so schweinegut, weil er wahnsinnig schwer vom Feld zu nehmen ist. Und selbst wenn der auf seinem letzten Profil kämpft, dann trifft er noch auf die 5, aber mit ein bisschen Würfelglück richtet er einfach nochmal ordentlich Schaden an. Das bedeutet, den muss man wirklich komplett vom Feld nehmen und mit dem Rauchvorhang ist es erstaunlich schwierig. Ich hoffe insgesamt, dass sich die Armee gut schlagen wird. Mal gucken, wie es dann am Ende auch wirklich ausgeht. So, wir sind jetzt quasi im Games Island, sind seelisch bereit, ich zum Spielen und Sorrentin zum Lernen, zuschauen. Lernen. Ich bin neugierig. Und Modelle anschauen, genau. Ja. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ich melde mich nach meinem ersten Spiel wieder und Sorrentin zeigt euch derweil mal, was es hier so alles zu sehen gibt. Doch. So, dann wir gehen jetzt mal gemeinsam durch, was es hier an Armeen so zu sehen gab und haben zuerst mal Tau, die sich die Sorrentine angeguckt hat. Ich war sehr erstaunt davon, wie bunt das ist. Das hat mich schon mal fröhlich gemacht. Das war die erste Armee, die ich mir angeschaut habe. Deswegen habe ich erstmal einfach nur geschaut, welche Einheiten es dort gibt. Kleine Aliens und Roboter und... Das Grüne sind Krot. Aha. Das sind Vögel, die fressen Zeug und dann nehmen sie das genetische Material an. Ach, das waren die. Sehr ja, gut. Genau. Das nächste sind dann jetzt Chaos Knights. Die fand ich sehr schick. Da wusste ich noch nicht, dass man Figuren nur an der Basis anheben soll. Erstmal rangetatscht, ne? Ja, genau. Aber ich fand sie wirklich toll bemalt. Und auch normalerweise mag ich solche Alien-Gesichter nicht oder Monster. Aber ich fand es einfach so schön, dass ich mir genauer anschauen muss. Es hat auch, finde ich, einen ganz, ganz eigenen, ausdrucksstarken Charakter gehabt. Ja. Genau. Ja. Wiedertau. Wiedertau. Ja, das ist die Armee, für die ich gestimmt habe als Best Painted. Ach, ich mag die Drohnen sehr. Hier versuche ich eine hochzuheben. Das ging nicht, weil die magnetisch war. Ja, aber ich habe da auch immer Schiss, was kaputt zu machen, ne? Ja. Also aber einfach super schön auch mit den roten Farbübergängen. Das ist Commander Shadow Sun. Aha. Die ist quasi so eine Tauheldin. Ja, spannend. Und sie ist nicht rein menschlich. Nein. Und ich mochte auch das gar Gras nicht menschlich. Sehr. Ja, gut. Ja, das mit dem Gras ist wirklich cool an der Base gemacht, ne? Mhm. Das finde ich richtig, richtig schön. Ja. Und ich mag die kleinen Drohnen, die rumfliegen. Hier war ich begeistert, weil es leuchtet. Es steht rum und es leuchtet. Da ja, sind Leuchteraugen drin. Das ist der Hammer, ne? Also das finde ich schon wirklich, das ist dem CJ, seine Armee vom Games Island und die ist auch von Leuten aus dem Games Island gebaut und ich bin schweineneidisch. Also ich habe schon selber versucht, die zum Malen anzustellen. Sind auch sehr schön bemalt und das Leuchten macht es noch besser. Genau, und das sind jetzt meine. Die fand ich sehr, sehr schön. Hier liegt ein toter Ork. Den fand ich interessant. Ich finde den Detailreichtum der Figuren einfach Hammer. Die sind so schön bemalt und man kann sie sich so lange anschauen und immer noch was entdecken. Ja, das ist echt der Ben, der die eben primär bemalt. Der ist einfach wirklich ein Wahnsinnskünstler. Ich bin so neidisch, dass der das kann. Der schaut so ein Modell an und kann einfach sagen, so machen wir es. Und es schaut immer geil und immer gut aus. Das ist wirklich schön. Dafür, wie alle Künstler verkünstelt das sich natürlich auch ganz gern mal, ne? Zum Beispiel in sowas, aber meine Güte, ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange an dem Leviathan gearbeitet hat. Ja, aber der war es wert. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich habe auch versucht, das Best Painted, das ich dann auch gewonnen habe. Vielen Dank nochmal für alle, die an alle, die für mich gestimmt haben, auch mit so einem Diorama so ein bisschen abzurunden. Das hat irgendwie außer mir keiner gemacht. Ich weiß gar nicht, man hat auch gelandet zu Hause. Ja. War sonst keine. War schade. Ich würde es einfach immer einpacken. Das macht ja nichts. Ja, dann generell Meinung. Modelle anmalen. Ist das was für dich? Es ist wunderschön, sie mir anzuschauen. Ich glaube, dass das Malen sehr meditativ sein kann und sehr viel Freude machen kann. Und hätte ich zu viel Zeit, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren wollen. Vielleicht mache ich es irgendwann, auch wenn ich keine Zeit dafür habe. Aber ich finde es wunderschön, was dabei rauskommt. Was Kerstin noch nicht weiß, ist, wir laden sie einfach mal hierher ein. Und dann machen wir quasi die ultimative Twitch versus YouTube Content Creator Bemal-Challenge, weil ich bin auch ein Bemalhonk. Und dann machen wir beide das einfach zum Spaß aller anderen in schlecht. Das wird großartig. So, genau, dann schauen wir mal weiter. Klar. So, das erste Spiel ist ja, rum. Genau. Genau, ich hatte das große Vergnügen, gegen Dennis mit einer wunderschönen Tau-Armee zu spielen. Danke. Ja, war wirklich. Deine Armee ist ja auch wunderschön. Ich meine, 1000 für den Imperator ist ja, ne, bekannt. Das bedeutet nicht zwingend, dass wir alle gut malen. Das möchte ich an der Stelle anmerken. Nee, ist sehr solide. Ne? Genau. Dennis kommt vom Tabletop Club Erfurt e.V. und genau, auch aus Erfurt. Genau, ich habe nämlich auch gehört, die machen einen ganz, ganz tollen Podcast, in den man auf jeden Fall reinschalten sollte. Wie findet man euch denn, Dennis? Uns findet man auf Spotify und auf Anchor. Mhm. Und ja, machen meistens so eine Folge pro Monat. Momentan war es nicht so viel. Aus gesundheitlichen Gründen konnten wir momentan nicht so viel produzieren. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Zeit habt, schaut rein. Ihr wisst, wie es ist. Mehr deutscher Content, mehr gut. Und genau, das erste Spiel ist ganz, ganz großartig für mich gelaufen und leider oh ja, nicht so toll für Dennis. Oh ja. Ja, aber muss man einfach sagen, war halt gut gewürfelt, ne, sowas in passiert. In der Tat, ja. Und hat man dann gesehen, da gehen dann halt mal ganz schnell 700 Punkte. Ja, genau, also ich hatte wirklich, wirklich super Glück. Riptide, erste Runde, hab den ersten Zug gekriegt, ja, mit einer Black Templar Shooty-Liste und den Riptide im ersten Zug rausgenommen und von da an war es dann für Dennis leider ein Spiel, das bergauf ging und im Sinne von, du musstest dich genau noch durchkämpfen, um da. Also ich habe mich dann letzten Endes ja dann dazu entschieden, nicht mehr auf Sieg zu spielen, sondern einfach nur jetzt Schadensbegrenzung und Punkte holen. Und das hat ja dann auch zum Gott sei Dank noch relativ gut geklappt. Genau. Also ich habe dann nur noch Action Monkey gemacht. Genau, haben dann 96 zu 50 gespielt und ja, alleine, dass du noch 50 Punkte ab dem Moment rausgeholt hast, ja, war wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Und genau, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. So. Spiel 2 ist rum. Tyranniden knapp gewonnen. Ich glaube 86 zu 75 oder irgendwie so. Also war ein richtig, richtig toughes Matchup. Wahnsinnig großartig. Ich bin selber noch völlig verblüfft davon, was die Dreadnoughts da irgendwie rausholen und wie krass es auch ist, was die an Resilienz aufweisen. Ich habe in Runde 3 leider völlig, also ich hatte es so wirklich im Griff, habe schön klassische Tyranniden-Kriegerliste in Massen gekommen und ich habe eigentlich alles weggeschossen, was er so auf mich geworfen hat und habe mir dann gedacht, haha, jetzt gehe ich mit den Dreadnoughts raus und bringe es im Nahkampf zu Ende. Ich hatte mir das vorher nicht so ganz durchgerechnet und dann hat sich herausgestellt, wenn man mit Dreadnoughts mit nur 5 Attacken auf Tyranidenkrieger kämpft, auf die 3 trifft, auf die 4 verwundet und die haben 5 Retter, passiert da nichts. Infolgedessen habe ich in Runde 3 3 Dreadnoughts verloren und dann war es plötzlich wieder sehr weit offen, ein Match, bei dem ich eigentlich die Tür schon zugemacht hatte. Trotz allem wahnsinnig netter Gegner, richtig, richtig cool und dann wirklich so gerade noch so mit Nephilim-Daten, mit Engage und so den Sieg geholt, aber war sehr, sehr knapp. Bin super happy und vor allem wahnsinnig gespannt jetzt auf Match 3 und dann vielleicht, ganz, ganz, ganz vielleicht ja sogar den Turniersieg. Schauen wir mal. Oder zumindest aufs Treppchen. Treppchen wäre schön. Über das Treppchen würde ich mich freuen. Ist das Mikro offen? Bla 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 bla. So, hi, wir sind nach Spiel 3. Ich bin fertig. Mein Gegner ist, it's John, right? Joe. Joe. Ja. Und genau, er ist englischsprachig, deswegen machen wir das jetzt auch in Englisch weiter. Thank you for a great game. Yeah, it was an amazing game, man. It yeah, was absolutely incredible. He beat me by a really small margin, but 5 points. Yeah, but by, and I always say this, it wasn't luck of the dice or something. Yeah. He was just a better player. Yeah, it was a really good game. But we really had fun, and it was actually amazing because we didn't become salty or just highly concentrated, but yeah, it was fun. Yeah, and it was a lot of fun. Yeah, that was great. He played Custodes.
And I tried to kill all his tanks and all the bikes, and I missed 6 bikes, and that was all it took. Yeah, you were. I put 6 bikes in the middle, killed most of your dreadnoughts, and then on the when you attacked me back, 3 bikes lived, and I was able to go get the Auric Mortalis and get the 15 points on that. He declared one of my dreadnoughts as a target. A kill target. Auric Mortalis. Yeah, Auric Mortalis. Yes, and he gets 15 points if he kills it in combat outside of his deployment zone in melee, and he just did that. Well, yeah. That was game. Also, he interrupted combat and killed Halbrecht with 1 command point without Halbrecht doing any damage, and then I just could sit there and let it happen. Yeah. So, Joe, thank you very much. No problem, man. That was a great game, man. Yeah. Absolutely great game. So, thank you. Thank you. So, wir sind durch, waren einmal da auf dem Turnier und genau, wie war es denn so für dich? Fangen wir vielleicht da an. Es war spannend, es war schön. Ich komme aus einem Echtzeit-Strategie-Hintergrund und irgendwie hat dieses Spiel doch sehr viel mit einem Strategiespiel zu tun, so wie ich es kenne. Ja. Was zwar liegt, dass es eins ist. Ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, wie die Armeen aussahen, wie auch die Umgebung, also die Landkarten aussahen. Und dann fand ich es sehr spannend zuzusehen, wie du dein zweites Match begonnen hast. Ein ganz kleines bisschen aufgeregt. Ich denke, das hat man kaum gemerkt. Wie du dir die Ziele überlegt hast, wie du deine Armee aufgestellt hast, wie du direkt am Anfang die Harpie rausgenommen hast. Das ist extremely lucky, ja. Das war sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich konnte mir endlich mal ein Bild davon machen, was es heißt, Warhammer zu spielen. Ja, wenn du jetzt so reingehen würdest als jemand, der so irgendwie gar nicht dabei ist, weil das finde ich ist immer so eigentlich der spannendste Punkt an der ganzen Geschichte. Wie wirkt das denn so menschlich tatsächlich? Menschlich hat es mich an die guten LAN-Partys meiner Jugend erinnert. Ein bisschen. Ist das ein Kompliment? Schon, irgendwie weil schon, das war für mich eine Feel-Good-Umgebung, wo man einfach die den Alltag mal vergessen konnte und sich ganz auf die eine Sache konzentrieren konnte, die man echt gerne macht. Ich fand die Stimmung sehr entspannt. Ich habe nicht mitbekommen, dass irgendjemand unentspannt war. Dafür war ich vielleicht auch nicht lang genug da. Na gut, ich glaube, am Ende ist, glaube ich, da die Wahrheit, dass es bei den Turnieren, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, immer so kurze Momente der Spannung gibt. Aber die meisten Leute das sehr gut drin sind, das dann auch wirklich hinter sich zu lassen, selbst wenn es ganz frustrierend irgendwie gelaufen ist. Als die Harpie rausgenommen wurde, war dein Gegner sehr enttäuscht. Aber er hat sich schnell wieder eingekriegt. die Stimmung fand ich sehr angenehm, auch als die Preise verliehen wurden, dass jeder geklatscht hat. War sehr schön, es wurde gejohlt und sich gefreut. Das fand ich sehr angenehm. Das Spiel an sich, spannend? Ja. Meine Güte, wo fängt man da an? Ich meine, da wird man ja nicht fertig mit Lernen. Das ist etwas, was mich sehr reizt an Spielen, dass man einfach nicht, man kann sie nicht durchspielen, das ist das Schöne daran. Das ist, was Warhammer 40k angeht. Oh, das ist vielleicht eine ganz neue und coole Betrachtungsweise. Stimmt, dankeschön. Also ich bin quasi gerade eher so am Gegenteil, dass es mich wirklich anfängt zu stören, dass Games Workshop so viele neue Regeln reinbringt, dass immer irgendwie was ist, dass immer irgendwie sozusagen man nicht fertig ist und eigentlich das halt das Vollzeit-Hobby ist und entweder man konzentriert sich drauf, dann kann man Turniere mitspielen oder konzentrierst dich nicht drauf, dann bist du halt leider am Sack. So. Aber ich finde das eine spannende Idee, zu sagen, hey, es macht auch, dass du niemals fertig sein musst, weil du es nicht durchspielen kannst. Das ist eigentlich eine schöne Betrachtungsweise. Sorrentino und ich haben heute auch zusammen mit einem Freund ihr allererstes Warhammer-Match gespielt, heute Morgen. Jawohl. Genau, Adeptas Sororitas gegen Blood Angels, wie war es denn so? Das war spaßig. Ich glaube, das ist eine Armee, die könnte ich mir gut vorstellen, weiterzuspielen. Vom Konzept her, die Züge an sich fand ich sehr kompliziert. Ich wusste ganz lange nicht, wo ich nachschauen muss, um welche Werte zu finden und wann ich was worauf würfeln muss. Aber es hat ja schon ein System. Wenn ich es noch ein paar Mal machen würde, wird es ganz einfach. Ich finde es sehr spannend, weil es noch so viel zu entdecken gibt. Es ist auch tatsächlich so, ich fand, das hat man dir relativ schnell angemerkt, dass auch plötzlich so ein Investment da war. Ne? Man gibt dir, also wir haben ihr so die Palantine aus der, Gott Anna, wie hieß denn diese Box?
damals, da hat man gespielt gegen die Drukhari, Piety and Pain, danke, und Piety and Pain, wir haben ihr die Palatine daraus gegeben und sie war sofort so, oh, okay, und das ist jetzt mein Modell und das war wirklich lustig anzuschauen. Genau. Ich bin gespannt auf weitere Erfahrungen mit diesem Spiel, denn es wird sicher nicht meine letzte gewesen sein. Ansonsten würde ich jetzt noch mit einem kurzen Wrap-up, wie war es für mich, was würde ich an der Armee ändern und was nicht weitermachen. Und dann Sorrentin, vielen Dank, dass du da warst. Und genau, schaut auf ihrem Twitch wirklich gerne rein, sie macht das ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. So, Ende der Geschichte. Das allererste vielleicht vorneweg, 6. Platz. Das war okay. Ich habe mich ein bisschen geärgert, mein letztes Spiel gegen den Joe, den englischsprachigen Feller, war ziemlich, ziemlich cool. Hat mich auch echt an die Grenzen meiner Wargaming-Erfahrung so gebracht und gleichzeitig habe ich es fürchterlich missplayed. Das ist mir jetzt eingefallen so in der Retrospektive, weil was habe ich gemacht und was war wirklich idiotisch. Das Spiel ist ja wirklich 75-70 ausgegangen, also sauknapp. Und wenn ich es gewonnen hätte, wäre ein Platz auf dem Treppchen sicher gewesen. Und die 5 Punkte, die haben letztlich einfach nur in den Secondaries gefehlt. Primaries habe ich gut gemacht, habe ich ordentlich gemacht, habe ich auch immer die Übersicht behalten und alles. Aber am Ende des Tages war es dann wirklich, dass ich Grind Them Down als Secondary genommen habe und ernsthaft gedacht habe, ich kann pro Runde mehr Zeug umbringen als die Adeptus Custodes. Ich habe dann den Würfelwurf um den Spielanfang gewonnen und in der ersten Runde schon gleich 0 Sachen rausgenommen, weil er sich gut aufgestellt hat, was ich an seiner Stelle auch gemacht hätte. So, dann hat er mir eine Infanterie-Reinheit rausgenommen, weg. 1. Punkt schon mal fort, 3 Punkte verschenkt. Zweite Runde habe ich es dann tatsächlich geschafft, weil das war die, wo er kommen musste. 3. Runde nicht geschafft, 4. Runde nicht geschafft, 5. Runde war gar nichts mehr da, was ihm noch raus hätte wegnehmen können, außer 4 Space Marines auf dem Feld. Und damit ist man da halt einfach durch. Und hätte ich auch nur Engage on All Fronts genommen stattdessen, was bei der Aufstellung und im Scouring oder Data Scry Salvage, ich muss nochmal nachschauen, ich schreibe es dann gleich hier unten drin, was es war. Also es war das Diagonale, wo man die Aktion durchführen muss, um dann Punkte für die Midfield Objectives zu bekommen. Und ich habe es wirklich einfach, hätte ich einfach nur Engage on All Fronts genommen, wäre ich dann mit 10, 11 Punkten aus dem Spiel gegangen und ja, das wäre der Punkteunterschied gewesen, den man gebraucht hätte. Aber gut, man lernt nicht aus. Ansonsten bin ich wahnsinnig, wahnsinnig zufrieden, dass ich mit so einer krassen Off-Meta-Liste, ja, irgendwie 6 Dreadnoughts, davon 2 Leviathane, die spielt keiner mehr, davon reiner Nahkampf-Leviathan, der wirklich, der es einfach immer gerissen hat. Jedes einzelne Spiel war der gut. Der hat Bedrohungen aufgebaut, der war schwer vom Feld zu nehmen, der hat Sachen umgebracht, die ich dringend tot gebraucht habe. Einfach ein Top-Modell. Was würde ich ändern? Ich glaube, ich würde so sehr es mein Herz bluten lässt, Hellbrecht rausnehmen. Ich brauche ihn nicht. Der ist auch 2-mal relativ schnell gestorben. Einmal gegen den Hive Tyrant, einmal gegen 3 Custodes Jetbikes, ohne was getan zu haben. Das sind 160 Punkte Invest, das nicht notwendig ist. Die große Frage ist, ob ich einen regulären Captain mit reinnehmen würde, vielleicht dann mit Tannhausers Bones, mal gucken. Oder ob ich einfach noch einen 7. Dreadnought mit reinnehme, keine Ahnung, wäre ja auch eine Idee. Mal schauen, ich kann es gerade ganz, ganz schwer abschätzen, wie da die richtige Handlung ist. Werde aber auf jeden Fall an dieser spezifischen Liste so weiterbauen, weil ich glaube tatsächlich, dass das ist, wie Black Templar in der 9. Edition, möge sie bald in Frieden ruhen, noch gut sein können und man auf Turnieren noch Spaß mit ihnen haben kann und auch ein bisschen was reißen. Genau, solltet ihr Gedanken dazu haben, wie ihr meine Liste fandet, was ich vielleicht hätte anders machen können oder sonst irgendwas, dann lasst es mich gerne wissen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an der Stelle auch ans Games Island fürs Organisieren des Turniers. Macht's gut und bis bald.